Bindu ist anders. Man kennt mich seit Lehman Wusch, wo ich die Wahrheit für einen Euro eine Minute verkauft habe. Dann zu Lehman Wusch zweiter Teil, wo ich mit meinen beiden Nichten, reichen und großen Familie Anders, auch ein kleines Projekt gemacht habe. Jetzt bin ich heute eingeladen bei Tiberius Sancho, bei seinem Kunstprojekt I Was Here. Und zwar geht es halt um den weiten und um die Geschichte der Menschheit sehr lange zurückreichenden Begriff des Tagens oder seiner Handschrift, seinen Namen an allen möglichen Objekten zu hinterlassen, und zwar von den Höhlenbildern von Lascaux, und den ich da ein Buch habe von George Bataille, also zur Begründung der Kunst in der Geschichte der Menschheit an sich, über Maurice Blanchot mit seiner Essay über den Golem, den, wie man ja weiß, sich einritzen von Buchstaben in seine erirdene Stirn Leo eingeflößt und eingehaucht wurde von seinem Meister, bis hin zum modernen Graffiti-Künstler, früher genannt, und speziell zu diesem modernen Aspekt seine Spuren zu hinterlassen, das I Was Here, habe ich einen aus München stammenden, sehr bekannten, allerdings anonym bleibenden, aus wohlverständlichen Gründen anonym bleibenden Sprayer eingeladen, den ich hier begrüßen möchte. Hallo. 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 Und ja, mir geht es bei dieser Geschichte hauptsächlich um einen Aspekt des Sprühens, also weniger um das Sprühen selber. Das bleibt dann unserem Gast hier überlassen, erst anschließend quasi seine Spur hier in dieser Galerie zu hinterlassen, zumindest für die Dauer der Ausstellung von Tiberius Sancho I Was Here. Und mich eher mit ihm zu unterhalten über die Kontinuität dieser Art, dieser sehr, sehr alten Art des menschlichen Ausdrucks, seit eben den Zeiten der Höhlenbilder von Lascaux oder der Höhlen von Altamira, zu denen es inzwischen, ich glaube, das kann man in einem Presseartikel von ein paar Wochen, habe ich gelesen, wo halt eine englische Soziologin, wenn ich mich recht erinnere, ihre Diplomarbeit geschrieben hat, über eben diese an und für sich recht noch nicht gedeuteten Zeichen in diesen alten Steinzeitbildern. Und um diesen großen Bogen zu spannen, geht es in dem Zusammenhang eher um etwas anderes, nämlich um den symbolischen Akt, beziehungsweise um die mystische Ebene, diese Übertretungsebene, also diese Art von Geilheit, von Ekstase erzeugt, die man empfindet, wenn man halt diese Verbotsübertretung macht. Ja. Und meine Frage in dem Zusammenhang wäre eher, dich mal ein bisschen so von deinen Erfahrungen, also den mystischen Erfahrungen, die du da gemacht hast, zu berichten. Also die mystischen Erfahrungen überhaupt erstmal ins Spiel zu bringen, muss man, glaube ich, erstmal grundsätzlich damit aufräumen, diesen ganzen Vorurteilen, die man gegenüber Graffiti früher hat, Vorurteilen, die in Anführungsstrichen sprechen. Die meisten Sprüher geben von sich aus vor, graue Wände bunt malen zu wollen, um ein graues Stadtbild wunderschön zu beschreiben. Und es ist prinzipiell immer die größte Ausrede, die gefragt wird, das ist nicht die Wahrheit. Wir malen das reine Ereignis, wir malen entweder für die Szene oder für unsere Freunde, aber haben mit der Allgemeinheit eigentlich im Grunde genommen nichts weiter zu tun, zumindest mit unserem Bild nicht. Sondern wir versuchen auf eine gewisse Art und Weise aufzurücken, wir versuchen ein bisschen ein Ding zu geben. Es gibt noch was anderes, als in der Früh um 8 Uhr in die Arbeit zu fahren, Mittagspause zu machen, 8 bis um 18 Uhr, Nachrichten. Vorabend fängst du ins Bett und jeden Tag immer dasselbe, sondern es gibt noch ein bisschen andere Lebenswege, die man vollkommen frei betreten kann und wo man sich nicht an diese ganzen Dogmen halten muss, die unsere Gesellschaft eigentlich permanent uns in die Ohren schmeißen. Und
mystischen Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit macht, ist es ein bisschen langer Weg denn. Also man ist erstmal das Grundvoraussetzung, man steht an einer legalen Wand und pinselt dann ein nettes Auftragsbildchen, sondern man ist nachts unterwegs. Man ist im Vorzugsfall in München bei den Zügen unterwegs, man wird verfolgt, man geht zurück auf die Ursprünge eigentlich der menschlichen Clans, man ist eine kleine Gruppe, man ist nachts unterwegs, es ist ein ganz, ganz enger Kreis, es sind sehr, sehr eng vertraute Menschen, also im Umfeld, die Eltern erfahren nichts davon, weil die uns die Vorlagen ziehen. Kein Nachbar oder Freund, der außenstehend ist, hat was davon mitbekommen, sondern es ist wirklich nur für unseren Kreis, weil sonst laufen wir einfach Gefahr von der Polizei, verhaftet zu werden, verurteilt zu werden und unser Leben lang Sachbeschädigung zu bezahlen. Wobei da ganz kurz am Rande noch erwähnt, die Sachbeschädigung eigentlich an sich erst durch das Putzen der Züge stattfindet und nicht durch die Sachveränderung, weil wir nur Farbe auftragen. Die Tür geht auch nicht, die ist kaputt, wenn man das wusste ich, das habe ich noch nicht. Aber ich, apropos Sachbeschädigung, was ich faszinierend finde und einer der Gründe, warum du hierher eingeladen worden bist, ist ja der, dass ich mich hier auch, dass nicht, also das Taggen ist ja zusammen mit dem sogenannten Scratchen, mit dem Einritzen deines Namens, wie es halt so Bilder gibt, die ich halt im Laufe der Jahre überall gemacht habe. Zum Beispiel gibt es hier ein Bild aus Kanada, das ist auf Vancouver Island, gibt es ein, wenn man von Tofino aus mit dem Boot zu den Hot Springs, wo man so wunderschön heiß baden kann, das ist eine heiße Welt, da gibt es den Weg dorthin, der ist, geht durch einen im Urwald und das sind so Holzbohlen hintereinander über 2 Kilometer lang und jede einzelne Bohle dieser Bohlen ist eingeritzt, es sind überall Namen eingeritzt der Leute, die dort waren. Zum Beispiel sieht man hier, was man das in der Kamera sieht, was er sich Kestrel, Katie Ford, Kerloch, Flight, Difflin, Corazetic, Checkmate, Caribbean Blue, Amanita, weiß der Teufel wie viele Namen, sogar ein Gedicht habe ich dort eingeritzt gefunden und das habe ich dann fotografiert und mitgenommen, um zu zeigen, wie wichtig der Mensch in dieser kurze Akt ist. Ja? Das ist ja das, was dich ja, als Sprecher mit diesen Menschen ja verbindet. Es ist ein kurzer, verbotener Akt. Ja, wenn du mal ein kurzes Gedicht aus dem Buch hast, aber wenn man sich diese Namen anschaut, das sind Namen, wenn du davor stehst, du kennst sie nicht. Nein, genau, das ist der entscheidende Punkt, wo ich dir. Genauso, wenn wir unseren Text machen, uns ist egal, was die Bevölkerung und die Gesellschaft darüber denkt, weil die kennen unsere Namen nicht und die kennen uns nicht. Selbst wenn sie meinen Namen permanent von jeder Ecke sehen, würden sie nicht wissen, wer das ist. Genau. Aber meine Freunde sind es und darum geht es eigentlich. Es ist ein ganz, ganz kleiner Kreis, der es erkennt. Und deswegen muss man diese Kunst, die ja hinter Graffiti steht, ganz woanders suchen. Nicht in dem Vorgang, der hier sich auf der Wand manifestiert, sondern der Vorgang an sich, dieses Dach sehr ausgehen, dieses in seinen Daten verinnerlichen und diese eigentlich zerbrochen wird. Richtig, eigentlich ist es. Und da fällt mir nämlich der Grund, warum ich, auch einer der Gründe, warum ich hier eingeladen habe, weil ich in diesem Buch von Maurice Blanchot, heißt auf Rumänisch Cartea care va sa fi, aber auf Deutsch übersetzt, das Buch, das einmal sein wird, oder Französisch Livre à venir, da gibt es einen wunderschönen, wunderschönes Essay über das Geheimnis des Golems, also Secreto Golemuri, bei dem es um die symbolische Erfahrung geht. Ich muss es einmal vorlesen auf Rumänisch. Simbolul este deci salt, schimbare de nivel, schimbare bruscă și violentă. Este exaltare, este cădere, nu este trecere de la un sens la altul, de la un înțeles restrâns la o mai mare bogăție de semnificații, ci la ceea ce este altceva, la ceea ce pare altceva decât toate accepțiile posibile. Und das Entscheidende bei dieser Geschichte, es macht sehr wenig Sinn, das zu übersetzen, das Wesentliche ist, dass eben sagt, dass es sich dabei nicht um ein Symbol handelt, also um einen Namen, den man dort sprüht oder ein Interesse. Und es ist in gewisser Weise eine Spur, die in ihrem Entstehen sofort verschwindet, weil es außer den Betroffenen und den Leuten, die dabei waren, als das dort auf dem Holz eingeritzt wurde, ja überhaupt niemand was damit anfangen kann. Also im Moment seines Auftauchens verschwindet es wieder auch, geht in die Vergessenheit wieder über. Es geht also nicht darum, sich zu verewigen irgendwo, sondern es geht so, wie er hier schreibt, einfach
pe scurt, trebuie spus că orice simbol este o experiență, adică el supunează în afară. Ein radikaler Wechsel, schimbarea radicală, care trebuie trăită, dass gelebt werden muss, un salt care trebuie făcut, also ein Sprung, der gemacht werden muss. Es gibt also nicht das Symbol, sondern die symbolische Erfahrung. Und das fand ich eigentlich faszinierend und das hat mich dann richtig schockiert, weil ich jahrelang versucht habe, einen Zusammenhang zu finden zwischen all diesen. Ich habe ja überall, wo ich war, in der Welt Geschichten, die mich so herumgetrieben haben, wo ich mich herumgetrieben habe, überall Fotos gemacht, wo Menschen sich verewigt haben. Und ich habe den Zusammenhang zwischen diesem Aspekt des Namenhinterlassens und dann des Symbolhinterlassens und dann dem was die Sprüher machen, das habe ich nie irgendwie so richtig begriffen. Weil ich immer von diesem Aspekt ausgegangen bin, jemand möchte sich verewigen. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich plötzlich begriffen, nein, es geht nicht darum, sich zu verewigen. Es geht darum, in diesem Augenblick einfach woanders zu sein oder einfach nicht nur woanders, sondern ganz im Gegenteil, in diesem Augenblick einfach nur dort zu sein, in diesem Ort, sich einer Gefahr auszusetzen, erwischt zu werden, so sich hinterher zu schauen, sehr wichtig, weil ich etwas zerstöre. Was mich dann wieder, also zerstöre ich im Sinne von das ist ein bürgerlicher Begriff, ja, weil es geht darum, etwas, das Bestehende, nicht die bürgerliche Gesellschaft konzentriert sich dann darauf, das Bestehende zu bewahren, ja, in alle Ewigkeit am besten. Deswegen, weil das meistens ja die kleinen Spießer sind, die sich dort verewigen. Was bei den Sprühern inzwischen, wenn sie älter werden, ja auch nicht viel anders ist. Nicht? Die haben ihre Kinder und ihre Vergangenheit ist im Grunde genommen genauso wenig existent wie bei den Leuten, die sich dort verewigt haben. Und dieser Aspekt der Verewigung, der ist nach diesem Text plötzlich weggefallen. Plötzlich habe ich begriffen, ja genau, die Zerstörung. Ja, ist ja, der Akt der Zerstörung ist auch ein Akt der Übertretung. Und diese Übertretung, Verbotsübertretung, daraus entsteht ja die Spannung und daraus entsteht ja die Lust und die ganze Energie, die bei diesem Akt dann frei wird in den Menschen. Und witzigerweise habe ich ja vor ein paar Tagen darüber nachgedacht und heute habe ich eh schon ein bisschen darüber geredet, ist das Faszinierende, dass sie halt im Grunde genommen, wenn man sich zumindest die Geschichte der Eisenbahn in Amerika anschaut, in Europa haben sie doch die Wege benutzt, die schon vorgegeben waren, aber in Amerika war das nicht der Fall. Das heißt, in Amerika hatte die Eisenbahn wirklich mit ihren Wegen, ja, mit ihren Rails einfach in die Landschaft hinein markiert, hineingetaggt, hineingescratcht. Ja? Sodass der Akt, den du heute machst, nämlich auf alten, ausgedienten Plänen von Eisenbahngleisen, das drüber zu sprühen, das ist natürlich wunderbar hineinpasst. Insofern wirft euch die Bahn etwas vor, was sie selber, zumindest die amerikanische Eisenbahn, im Laufe der Jahrhunderte mit noch weit höherer und größerer Brutalität gemacht hat, nämlich Indianer zu vertreiben, Chinesen umzubringen in Massen. Also, ich glaube, pro Bahnkilometer sind, pro Bahnmal sind in Amerika, glaube ich, zwei Menschen ums Leben gekommen oder so ähnlich. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber woran ich mich so erinnern kann. Das heutige Florida würde nicht so sein, wie es ist, wenn die Eisenbahn quasi das nicht erschlossen hätte. Also, die Eisenbahn ist der große Vorgänger und der viel brutalere und viel härtere. Ja? Und ihr seid im Grunde genommen eigentlich nur, naja, was soll ich sagen, so Säuglinge oder Kleinkinder, die nur, im Grunde genommen seid ihr ja wirklich keine Verbotsübertreter, sondern sowas wie, schöngeistige Maler.